Hallo ihr Lieben, heute möchte ich mit euch diese super süßen goldigen Spüli-Schwämme in Fischform häkeln. Die könnt ihr sowohl für die Küche verwenden, als auch fürs Bad als Peeling-Schwamm, fürs Gesicht. Ihr seht, der passt auch wunderbar hier in so eine Hand und hat eine wirklich schöne Größe. Und ihr könnt das einfarbig gestalten. Ich habe jetzt hier zwei Farben verwendet. Hier so für die Schnauze, den Kopf habe ich eine andere Farbe genommen. Und ich häkel das Ganze hier mit dieser tollen Schachenmeier Klini, nennt sich das. Habe ich einmal in der Farbe Sonnengelb und in Türkis. Gibt es aber auch in anderen tollen Farben noch. Und das ist halt so spezielles Schwamm-Spüligarn. Ihr seht, das ist so faserig. Ist auch bei 60 Grad waschbar, geeignet für eine Nadelstärke 4 bis 5. Und besteht zu 100% aus Polyester. Und das Tolle, wenn ihr dieses Garn holt, es gibt auch noch eine kleine Anleitung hinten auf der Banderole, zum Beispiel hier für dieses Herz. Könnt damit natürlich auch andere Sachen häkeln oder auch stricken. Und wie das Ganze geht, das zeige ich euch jetzt. Zusätzlich zu dem Garn benötigt ihr noch eine Fadenschere, eine Häkelnadel. Ich benutze eine in der Größe 5,0 und eine Vernähnadel. Wir beginnen mit zwei Luftmaschen. Dafür machen wir unsere Anfangsschlaufe, die wir vom Häkeln kennen. Häkeln jetzt erstmal zwei Luftmaschen. Dafür den Faden holen und einmal durchziehen und Faden nochmal holen und durchziehen. Als nächstes häkeln wir jetzt drei feste Maschen in unsere erste Luftmasche. Also wir ziehen zurück, 1, 2 und häkeln jetzt hier hinein drei feste Maschen. Eins und nochmal reingehen, also Faden holen. Ihr habt zwei Schlingen drauf und mascht die ab. Zwei und dann noch ein drittes Mal. Drei. Damit bilden wir unsere Schnauze vom Fisch. So, dann könnt ihr noch mal ein bisschen fester ziehen. Und nun kommen wir schon zur zweiten Runde. Wir machen erstmal eine Wendeluftmasche. Drehen das Ganze und wir haben ja jetzt drei Maschen und die verdoppeln wir jetzt. Das heißt, in jede Masche häkeln wir zwei feste Maschen, sodass wir am Ende sechs haben. Hier erkennt man das nicht ganz so gut durch die Kamera. Wenn ihr das vor euch habt, erkennt ihr das besser. Deswegen immer auch gut mitzählen. Also in die erste häkle ich zwei feste Maschen. Eins, zwei. Dann guckt ihr, hier ist die nächste Masche. Wenn ihr das so ein bisschen auseinander macht, seht ihr das, dass hier so ein V ist. Da häkle ich die nächsten zwei festen Maschen rein. Eins, zwei. Und jetzt hier in die letzte auch nochmal zwei. Eins, zwei. So, jetzt haben wir insgesamt sechs Maschen in der Reihe. Nun kommt Reihe Nummer 3. Dafür häkeln wir eine Luftmasche. Und jetzt verdoppeln wir immer die zweite Masche und die vorletzte Masche. Also wenn wir eine Zunahmerunde häkeln, verdoppeln wir immer die zweite und vorletzte Masche. Und das wechselt sich jetzt immer ab in Zunahmerunden und in normale Runden oder Reihen, wo wir nur jede Masche einzeln behäkeln. Also hier stechen wir jetzt in die erste Masche rein und häkeln eine feste Masche. Und die zweite wird verdoppelt. Das heißt, hier steche ich ein und häkel zwei feste Maschen. Zwei
Dann in die nächste eine. In die nächste wieder eine. Und hier in die fünfte, in die vorletzte häkeln wir zwei. Eins, zwei. Und in die letzte eine. Und so haben wir jetzt insgesamt 8 Maschen in der Reihe. In die vierte Reihe häkeln wir einfach alle 8 Maschen einzeln, also ohne Zunahme. Ihr häkelt eine Wendeluftmasche wieder und stecht jetzt hier in die erste Masche ein. Das sind insgesamt 8 Stück. Also 1. Guckt, wo die nächste ist. 2. Also hier, wie gesagt, wirklich mitzählen, falls ihr das auch nicht ganz gut erkennt. Es ist nicht so schlimm, wenn ihr da mal falsch einsticht. Einfach immer mitzählen. 2, 3, 4, 5, 6, jetzt habe ich hier noch 2, 7, und in die letzte 8. So sieht das Ganze jetzt aus. Wir haben 8 Maschen in einer Reihe. Jetzt kommt die fünfte Runde. Hier wird wieder verdoppelt. Also 4 Runden häkle ich in der einen Farbe. Jetzt wechsle ich zu der anderen, und zwar zu diesem Türkis. Nachdem ich 4 Runden gehäkelt habe. Für den Farbwechsel nehmt euch einfach das neue Garn, bildet eine Schlaufe, zieht dann die anderen beiden nochmal fest und jetzt häkle ich hier erstmal wieder eine Wendeluftmasche, drehe das Ganze und jetzt wird wieder verdoppelt, das heißt in die erste Masche häkle ich eine feste Masche. In die zweite 2 feste Maschen. 2, 3. Und dann häkeln wir zurück. Und wir haben dann nach der Verdopplung insgesamt 10 feste Maschen. Auch hier zähle ich jetzt einfach wieder mit. Ich habe jetzt eine feste Masche gehäkelt, 2, 3 in eine. Jetzt kommt 4, 5, 6, 7 und die 8. und 9. häkel ich jetzt wieder in die vorletzte. 8 und 9 und die 10. in die letzte. So haben wir jetzt 10 Maschen in einer Reihe. Dann kommt jetzt wieder in der 6. Reihe eine Reihe ohne Zunahmen. Das heißt eine Wendeluftmasche und die 10 Maschen einfach zurückhäkeln. 1, 2, 3. 6, 7, 8, 9 und in die letzte 10. Nun folgt wieder eine Zunahmerunde in der 7. Reihe, da wird wieder verdoppelt.
so dass wir am Ende 12 Maschen haben. Also Wendeluftmasche in die erste eine, jetzt hier in die zweite, hier ist die, machen wir 2, 1, 2, jetzt habe ich insgesamt 3 gehäkelt, dann kommt 4, 5, 6, 7, 8, 9, die 10. und die 11. häkle ich in die vorletzte, 10, 11 in eine. Da wird verdoppelt und in die letzte noch eine, das ist dann Nummer 12. So, jetzt habe ich 12 Maschen in der Reihe und so geht es jetzt immer abwechselnd weiter. Jetzt in der 8. Runde häkelt ihr einfach wieder zurück eure 12 Maschen ohne Verdopplung und in der 9. Runde verdoppelt ihr nochmal, so dass ihr dann also jeweils wieder eine Masche häkeln, dann die zweite verdoppeln und die vorletzte nochmal verdoppeln und dann habt ihr in der 9. Reihe dann 14 Maschen. Das macht ihr jetzt mal alleine. Jetzt wieder einfach nur drüber häkeln, in der 8. ohne Zunahme und in der 9. Zunahme nochmal am Anfang und am Ende jeweils 2 Maschen verdoppeln, sodass ihr 14 Maschen habt. So, mit meiner 9. Runde bin ich jetzt fertig und habe jetzt 14 Maschen in der Reihe. Und die 10. und 11. sind jetzt ganz leicht. Hier nehmen wir nicht mehr zu, sondern häkeln einfach 2 Reihen, jeweils diese 14 Maschen. Also Wendeluftmasche und ein Stechen hier in die erste Masche. Und zählt immer mit. 1, 2, 3. Wie gesagt, wenn ihr das vor euch habt, erkennt ihr die Maschen auch besser. Ihr könnt das dann immer so ein bisschen auseinander machen und dann seht ihr hier, wo ihr einstechen müsst. 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter, bis ihr eure 14 Maschen gehäkelt habt. Dann wieder Wendeluftmasche und die 11. Reihe häkelt ihr dann nochmal zurück, auch diese 14 Maschen. Und dann sehen wir uns. So, Runde 10 und 11 sind gehäkelt. Ich habe jetzt noch 14 Maschen drauf. Und jetzt kommt Runde Nummer 12. Und hier nehmen wir jetzt ab. Und wir machen das auch wie am Anfang. Bei den Zunahmen immer eine Reihe mit Abnahmen und eine Reihe ohne Abnahmen. Also jetzt eine mit Abnahmen, eine Wendeluftmasche. Die erste Masche häkeln wir wieder. Und jetzt die nächsten beiden häkeln wir zusammen. Also das ist unsere erste Masche. Und hier die zweite steche ich ein, mache aber nicht ab, sondern steche ich auch in die dritte ein. Habe jetzt 3 Schlingen drauf und die häkle ich zusammen ab. Dann habe ich jetzt aus 2 Maschen eine Masche gemacht. Also insgesamt habe ich jetzt 1, 2. Dann häkle ich weiter bis 3 Maschen vor Ende. 3, 4, 5, so dass es dann am Ende 12 sind. 5, 6, 7, 8, 9. So, und die 10. und die 11. häkle ich hier zusammen. Das sind noch 3 Maschen vorher. 10 und 11 zusammen. Und in die 12. eine. So habe ich jetzt dann aus den 14
Maschen zwei weniger gemacht, also 12 habe ich jetzt in der Reihe. Und Runde Nummer 12 ist jetzt eine Wendeluftmasche und ihr häkelt jetzt einfach, nee, das ist jetzt Runde Nummer 13, genau. Das ist jetzt eine Runde ohne Abnahme. Hier häkelt ihr jetzt einfach die 12 Maschen, die ihr jetzt habt, zurück. Also einfach 12 Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und jetzt die 11. und in die letzte noch die 12. Also selbst wenn ihr hier nicht immer exakt genau in die Masche einsticht, ihr seht, es wird trotzdem sehr schön. Es geht einfach darum, dass wir hier diese Form bilden und dafür ist es einfach wichtig, dass ihr mitzählt. So, jetzt haben wir 12 Maschen. Jetzt folgt wieder eine Abnahmerunde, dass wir auf 10 reduzieren. Das heißt, ihr häkelt jetzt wieder eine Wendeluftmasche. In die erste häkelt ihr eine feste Masche. Und Nummer 2 und 3 häkelt ihr zusammen ab. Ich zähle mal mit, das ist Nummer 1, 2. und 3. zusammen. Also einstechen, in die nächste Masche einstechen, ihr habt 3 drauf und zusammen abmaschen und habt daraus einer gemacht. Also haben wir jetzt 1, 2. Wir brauchen insgesamt jetzt 10. Dann kommt hier 3, 4, 5, 6, 7 und jetzt sind wir 3 vorm Ende. 1, 2, 3, 7, 8. Nee, das heißt, jetzt kommt die 8. Jetzt sind wir 3 vorm Ende. 8. Und jetzt die nächsten beiden zusammen. 9 und 10. So. Jetzt haben wir insgesamt 10 Maschen. Dann folgt jetzt das immer im Wechsel. Jetzt kommt wieder in der nächsten Runde, in der 15. Runde, eine Runde ohne Abnahmen. Also ihr häkelt eine Wendeluftmasche und häkelt eure 10 festen Maschen zurück. Dann in der 16. Runde folgt wieder eine Abnahme, sodass ihr am Ende 8 habt. Das heißt, in die erste eine feste Masche, die nächsten beiden zusammen, dann zurückhäkeln, bis nur noch 3 übrig sind und die vorletzten beiden wieder zusammen und in die letzte eine. Dann habt ihr 8 Maschen. In der 17. Runde wird wieder drüber gehäkelt, ohne Abnahme. Ihr habt immer noch 8 Maschen. In der 18. Runde macht ihr wieder eine Abnahme, in der 19. ohne Abnahme und das macht ihr so lang, genau bis zur 20. Runde. Da zeige ich euch dann, wie es weitergeht. Ihr häkelt jetzt, wie gesagt, bis zur 19., bis ihr nur noch 6 Maschen in der Reihe habt. So, mit der 19. Runde bin ich fertig. Ich habe jetzt nur noch 6 Maschen drauf. Die 18. war nochmal eine mit Abnahmen, dass ich auf 6 reduziert habe. In der 19. habe ich dann noch einmal drüber die 6 Maschen. Jetzt kommt die 20. Runde, das wird nochmal eine Abnahmerunde, Wendeluftmasche. Und da häkelt ihr in die erste Masche eine feste Masche. Wir haben jetzt nur noch 6. Das heißt, Nummer 2 und 3 häkeln wir bereits zusammen, wie gehabt. Und jetzt haben wir ja nur noch 3 übrig. Das
heißt hier in die nächste und in die übernächste häkelt ihr jetzt auch schon eine Abnahme und dann hier in die letzte Masche eine, sodass ihr nur noch 4 Maschen habt. Dann sind wir jetzt auch schon gleich fertig. Dann zeige ich euch noch die Flosse. Nochmal eine Runde drüber häkeln in der 21. Also Wendeluftmasche drehen und die 4 Maschen zurück häkeln. 1, 2, 3 und 4. So sieht das Ganze jetzt aus. Das hat jetzt hier schon diese Fischform bekommen und jetzt wollen wir noch hier diese Flosse häkeln. Dafür macht ihr, also wendet das Ganze und häkelt erstmal 4 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4. Das gibt unser Ersatzstäbchen und zwar ein doppeltes Stäbchen. Und jetzt häkelt hier in die gleiche Masche 2 doppelte Stäbchen. Für ein doppeltes Stäbchen nehmt ihr 2-mal einen Umschlag, geht hier in dieselbe Masche rein, habt jetzt hier 4 Schlingen drauf, ihr mascht die ersten beiden ab, mascht die nächsten beiden ab und die letzten beiden. Das ist ein doppeltes Stäbchen. Davon nochmal eins, also das war unser Ersatzstäbchen. Insgesamt also 3 mit dem Ersatzstäbchen. Nochmal einen doppelten Umschlag in dieselbe Masche rein. Die ersten beiden abmaschen, die nächsten beiden und die letzten beiden. Dann gehen wir jetzt ein bisschen tiefer. Das schaffen wir einfach, indem wir jetzt statt einem doppelten Stäbchen ein normales Stäbchen häkeln. Für normale Stäbchen nehme ich ja nur einen Umschlag, gehe rein, masche die ersten beiden ab und die nächsten beiden. Dann gehen wir wieder kleiner. Nach dem Stäbchen kommt ein halbes Stäbchen, Umschlag, in dieselbe Masche rein, alles in dieselbe Masche. Wir haben 3 Schlingen drauf, maschen alle ab. Und dann folgt als letztes noch eine feste Masche, auch hier rein und eine feste Masche häkeln. Und da es ergibt eine Flosse, wie ihr sehen könnt. So, jetzt haben wir hier in unsere erste Masche diese ganzen Stäbchen reingehäkelt. Wir haben ja jetzt noch 3 Maschen übrig. Die nächsten 2 häkeln wir Kettmaschen rein von den 4. Faden holen und gleich wieder durch. In die nächste Masche rein, Faden holen und gleich wieder durch. Das ist eine Kettmasche. So arbeiten wir uns ans andere Ende der Flosse vor. Und hier machen wir das gleiche wie drüben, nur in umgekehrter Reihenfolge. Das heißt, in die letzte Masche stechen wir als erstes ein und häkeln eine feste Masche. Dann in dieselbe Masche ein halbes Stäbchen, also Umschlag, rein. Wir haben 3 Schlingen drauf. Dann folgt ein ganzes Stäbchen, Umschlag, in dieselbe Masche rein. Die ersten beiden abmaschen, die nächsten beiden abmaschen. Und dann wie hier auch 3 doppelte Stäbchen. Dafür 2-mal Umschlag holen, reingehen. Ersten beiden abmaschen, die nächsten beiden und nochmal ein doppeltes Stäbchen. Und noch 2 insgesamt. Das ist das zweite doppelte Stäbchen. Und nochmal einen doppelten Umschlag und das dritte doppelte Stäbchen häkeln. So. 2, 3. So, und jetzt sind wir auch gleich fertig. Das letzte, was wir jetzt noch machen werden, ihr macht jetzt noch mal eine Wendeluftmasche und jetzt häkeln wir hier am Rand einfach zurück in festen Maschen. Das heißt, wir haben ja insgesamt 6 Stäbchen gehäkelt plus die feste Masche. Das heißt, wir häkeln hier am Rand zurück, insgesamt 6 Maschen. 1, 2, 3, 4, 5. Auch hier, wie gesagt, ist es nicht so schlimm, wenn ihr nicht genau einstecht.
Es sollten halt 6 sein. Dann kommen ja unsere 2 Kettmaschen. Auch hier häkle ich einfach 2 feste Maschen unten. Und dann wieder 6 Maschen hier an dieser Flosse zurück. 1, 2, 3, 4, 5. Und das letzte ist ja unsere Luftmaschenkette. Da könnt ihr auch hier in diesen Ring rein und eine feste Masche häkeln. So, dann schneiden wir das Ganze ab und ziehen das nochmal mit einer Luftmasche durch. So, und schon ist der unser süßer Fisch fertig. Jetzt müsst ihr natürlich einfach noch die Fäden vernähen. Das heißt, ihr nehmt euch eine Vernähnadel. Und geht hier einfach mit ein paar Stichen rein. Wie gesagt, durch dieses flauschige Garn kann man das auch super verstecken. Und vernäht das Ganze mit ein paar Stichen. Das macht ihr hier natürlich am Anfang auch. Diese beiden beim Farbwechsel könnt ihr auch einfach 2 Knoten reinmachen und dann abschneiden. Und dann zeige ich euch noch, wie ihr diesen Anhänger machen wollt, wenn ihr das wollt. Ihr könnt es auch so lassen, aber ich zeige euch auch noch für diejenigen, die diesen Anhänger haben wollen, wie das funktioniert. So, für den Aufhänger sucht ihr euch eine Masche aus, wo ihr den ganzen anbringen wollt. Ich mache den jetzt mal hier oben. Und dann stecht ihr ein, holt euch das Garn und zieht es durch. Und ich mache jetzt hier einfach einen Knoten, dass das auch schön fest wird. Ich steche jetzt nochmal ein, hole mir den Faden und häkle jetzt eine Luftmaschenkette von 10 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Und steche jetzt hier direkt unten nochmal ein oder nebendran auch. Hol mir den Faden und mache eine Kettmasche. Gleich wieder durch. So, und dann könnt ihr das Ganze auch schon abschneiden. Und noch einmal mit einer Luftmasche durchziehen. Und habt jetzt hier eine Schlaufe. Ihr könnt, dass es dann auch wirklich fest ist, noch entweder das vernähen oder hier auch einfach einen Knoten reinmachen. Das geht auch. Und fertig ist dann euer Fisch. So sieht das Ganze dann aus. Könnt ihr das auch aufhängen. Müsst ihr nicht machen, also ihr könnt ihr natürlich auch hier ohne Aufhänger lassen. Und ja, fertig sind eure süßen Spülschwämme hier in Fischform. Und die Fische sind wirklich ein super süßer Blickfang für eure Küche oder fürs Badezimmer. Und ja, vielleicht hüpft euch auch so ein süßer kleiner Fisch von der Häkelnadel. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis bald, eure Maschenmarie.